Meine geschätzten Freunde der fatalen Feldzüge, herzlich willkommen zu einem neuen Streich hier bei Stronghold Definitive Edition. Ihr seid heute wieder beim Kurfürst von Sachsen, auch im Volksmund bekannt als der 100 Schnitzelvernichter. Wir werfen heute den Blick gen Westen bzw. Südwesten und werden uns da mal wieder mit dem alten Freund, dem Schwein, auseinandersetzen. Und zwar wird es nicht ohne eine körperliche Rangelei auskommen, dieses Auseinandersetzen, denn uns werden hier eine Region nach der anderen wieder abgenommen. Einst war alles hier so schön blau bereits eingefärbt und jetzt verlieren wir hier eine Grafschaft nach der anderen an Rot. Das sieht aus wie die Wahlkarte in den Vereinigten Staaten drüben über den großen Teich. Und genau deshalb sind wir nun beflissen, uns das, was uns zusteht, mithilfe der Klinge wiederzuholen. Es geht vorwärts und aufwärts in die 15. Mission und wir suchen nach einem neuen Weg. Und damit geht's auch schon los, meine Freunde. Es geht wie immer vorwärts und aufwärts. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier im 15. Teil erwartet. Und euren Männern merkt man die Erschöpfung durch die Kämpfe zusehends an. Wir sind richtig abgehetzt hier zurzeit. Das Blatt hat sich ziemlich gewendet. Das Fenland scheint ein idealer Platz dafür zu sein. Doch der Weg dorthin führt an der heimatlichen Burg des Schweins vorbei. Da das Schwein und seine Armee nicht vor Ort sind, scheint eine okay. Belagerung seines Bollwerks nahe. Gibt also nicht viele Optionen, wie es scheint. Schwierig. Wir werden uns natürlich dieser Herausforderung stellen. Und flüchtet in das Fädelland jenseits davon. Okay, es geht mal wieder daran, eine Burg einzunehmen. Das wird auf jeden Fall brachial brutal. Der Eroberungsgeist ist ja am Start. Ich glaube, ich werde dann sogar die Gewandung dafür ändern müssen. Mission ist klar. Wir haben eine gewisse Zeit, bis das Schwein hier eintrifft. Wir müssen die Einheiten beseitigen, was man eben im Zuge einer Belagerung so macht. Deswegen, meine Freunde, es geht rein in die Masse. Nein. Nein. Oh, das ist die einzige Mission, an die ich mich von früher noch erinnere. Und boah, was habe ich mir die Zähne hier dran ausgebissen? Also, okay. Okay, es nützt alles nichts. Wir müssen da durch, aber so wird es hier definitiv nichts. So gewinnt man schon eher eine Schlacht. Deswegen auf geht's. Wir haben Bogenschützen. 55 Stück. Das sieht doch ganz gut aus. Ich versuche mich zu erinnern, aber ich habe keinen Plan, wie ich das damals letztlich dann geschafft habe. Wir haben ein ziemlich schlagkräftiges Heer an Kolbenschlägern, Kolbenschwingern. So, die sammeln wir jetzt mal hier. Wir könnten mal probieren, ob es uns vielleicht einfach was bringt, hier einen Tunnel reinzubauen. Weil ich meine, es hat ja schon mal so gut funktioniert. Hey, was soll das denn auf einmal? Bogenschützen bereit! Wow, 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 wow! Knallt den ab! Sau, ey! Was war das denn für eine Aktion? Ist ja wirklich wahnwitzig. Wo sind meine Tunnelgräber? So. Wie sah denn das aus? Okay, funktioniert nicht. Vielleicht, weil die wissen, dass hier das Wasser ist. Na gut. Okay, vielleicht bringen wir uns im Burghof dann was. Wir werden jetzt auf jeden Fall probieren, hier langsam diese Türme leer zu schießen. Pfeile bereit. Wird das was? Das könnte funktionieren. Allerdings sind wir ja ziemlich langsam unterwegs. Waffen geschultert. Oh. Allzeit bereit. Bin zur Stelle. Okay, das kam jetzt unerwartet. Shit, wir haben schon fast 10 von denen verloren. Schwierig, schwierig. Na gut. So, wir werden jetzt also versuchen, dass wir unsere Lanzenträger so ein bisschen als Kugelfang positionieren und dann mit den Bogenschützen hier vorrücken können. So, die schießen jetzt mal bitte weiterhin hier hoch. Ich hoffe mal, das wird was. Das geht viel zu langsam.
Warum treffen die denn so schlecht? Was soll das? Ich glaube, wir hätten noch weiter rumgehen müssen. Visiere an. Okay, die rücken dort oben zumindest nach. Das bedeutet, wir sollten diesen Typ auf der Mauer hier ausschalten, dass der nicht mehr schießt. Komm schon. Auf der Mauer, auf der Lauer. Komm, zwei noch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Der Typ hier unten schießt halt leider noch, aber wir haben immer noch 30 Mann. Ist eine gute Zahl, würde ich meinen. Komm schon, noch eine Salve und der Typ ist Geschichte. Bogen gespannt. Wunderbar. Aber die sterben ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Komm, letzte Salve. Ah. Jetzt macht aber keinen Mist hier unten. Die treffen immer nur den ersten Typ, obwohl ich den Armbrustschützen angepeilt hatte. Ach, ganz ehrlich, das war Quatsch. Das war richtiger Quatsch. Ganz ehrlich, wir starten es direkt nochmal neu, weil gefällt mir überhaupt nicht, wie das hier angefangen hat direkt. Richtiger Scheiß. So, diesmal machen wir das alles ein bisschen anders. Wir stellen die Armbrustschützen hier drüben auf, dass die dann die Kollegen dort abfangen könnten. Allerdings, man kann bereits festhalten, die hier sind schon mal safe. Bedeutet, bis dorthin könnten wir vorrücken, ohne dass hier was passiert. Wir haben so ein paar Leiternträger, die sind wahrscheinlich relativ nutzlos, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, gut. Nehmen wir unsere Bogenschützen und versuchen mal vorsichtig hier herum zu manövrieren. Ich zoome mal noch ein bisschen ran, nicht ganz so. Mein Bogen ist euer. So, und dann müssen wir versuchen, den ersten hier anzupeilen. Scheiße, jetzt nehmen die mich hier schon wieder aufs Korn. Visiere an. Aber ich glaube, jetzt haben wir es zumindest so aufgestellt, dass wir sie treffen, aber sie mit dem hier unten nicht schießen können. Jetzt kommt wieder der eine Gust hier unten. Ziehen wir die mal noch ein bisschen ran. Nehmen sie hier direkt mal unter Feuer. So, der erste ist schon mal flöten gegangen. Okay, und den wird sich hoffentlich gekümmert. Jawohl. Scheiße, die schießen ja noch. Die hätten jetzt hier keine Feuerpause zulassen dürfen. Das war ein bisschen ein Problem. So, der zweite Armbrustschütze geht jetzt allerdings drauf im nächsten Pfeilhagel. Kommt schon. Los, das muss jetzt laufen, das Ding. 38 Mann noch. Die Hälfte ist noch hier. Okay, müssen wir doch mal einen kleinen Angriff wagen an der Stelle. Okay, wow, das hat funktioniert. Gut, jetzt können wir hier oben einen Bogenschütze nach dem anderen wegnehmen. Wobei, nee, das war Quatsch. Das war ein bisschen verfrüht an der Stelle. Die sollen allerdings schön hier weiterhin ihre Verluste ausbügeln. Wir können hier einen nach dem anderen wegnehmen. So, das ist wie gesagt ein bisschen mühsam. Allerdings soll das letztlich dann auch zum Erfolg führen. Also ich hoffe mal zumindest, dass sich so eine rattige Strategie dann auch bezahlt macht. Weil ansonsten wäre das schon ziemlich mies. So, der hat noch ein paar Bogenschützen am Start. Wir haben allerdings auch noch zumindest den Großteil, mehr als 50% unserer Leute vom Anfang. Deswegen, ja, werden wir sehen. Die Zeit, muss man allerdings konstatieren, ist hier nicht auf unserer Seite. Das ist leider nicht möglich. Okay, das hat noch nicht ausgereicht. So, und Feuer. So, warum schießen jetzt hier wieder nur drei Leute? Was soll das? Okay, gut, hier schießen alle. Perfekt. Perfekt. Hier hinten haben wir auch noch Armbrustschützen. Das ist schon... Das ist schon mies, muss ich sagen. So. Gucken wir mal. Hier stehen ein paar Pikeniere bereit. Wir müssten halt wirklich zuerst diesen Turm säubern. Am besten wirklich jeden Turm.
Ich sag mal, wenn wir die Vorburg überwunden haben, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Das große Problem sind halt hier vorne diese ganzen Armbrustschützen. Das ist schon ziemlich mies. In Bewegung. Da würde ich mal sagen, wir versuchen jetzt hier vorne Rücken mit aus. geeinten Kräften aus unseren Bogenschützen und Armbrustschützen zusammenzuschießen. So machen wir das. Als kleine Ablenkung Bin zur Stelle. werden hier die Kollegen dann fungieren. So, die ziehen wir jetzt schon mal hier in eine Sind auf dem Weg. Angriffsposition vor. Allzeit Und die bereit. werden schon mal mit der Aushebung des Grabens betraut. Bogenschützen bereit. Das ist leider nicht möglich. So, jetzt haben wir die hier schon mal isoliert fürs Erste. In Bewegung. Shit, noch nicht ganz. Okay, jetzt fangen ja alle an zu Visiere feuern. an. Kommt schon, Jungs. Und Mädels. Aber sind wir ehrlich, sind schon größer als Jungs. Warum fangen die hinten an zu schießen? Mein Bogen ist teuer. Ah ja, okay, die schießen auf die Speerträger. Mein Herr, So, volle Kraft. Ziel angepeilt. Los, wir müssen die zwei wegmachen. Wenn wir die haben, dann sieht es schon mal wesentlich Eure besser Pläne. aus. Pfeile bereit. Rücken aus. Gut, die sind weg vom Fenster. Passt. Bogen gespannt. Hier unten sind schon mal schön am Graben. So gefällt mir das. Visiere an. Treffen die von dort hinten? Ja. Langsam, aber durchaus könnten wir hier ein Stück für Stück wegnehmen. Hier drüben wurde jetzt schon mal eine schöne Schneise gezogen. Deswegen würde ich mal sagen, wir greifen jetzt einfach mal schon hier an und versuchen dann auch weiterhin das Feuer auf die vorne zu richten. Los, Jungs. Ihr macht das. Wir kriegen das hin. Kein Problem. Scheiße, wie es aussieht, müssen wir aber doch ein bisschen näher ran. Also zumindest wenn wir die drei Kollegen noch wegbekommen, haben wir schon mal eine wesentlich bessere Ausgangslage, als wir das vorher hatten. Schön, dass sich für die Speerträger unten so gar keiner wirklich interessiert. So, da haben wir den nächsten weg. Oder? Jetzt, jawohl. Die anderen haben natürlich gar nichts abbekommen. Okay, noch ein kleines bisschen näher ran. So gut wie tot. Kommt schon. Sie sind halt auch schön geschützt durch die Zinnen dort oben. Das ist ein bisschen ein Problem. Und wir haben mittlerweile nicht mehr diese überlegene Feuerkraft vom Anfang, dadurch, dass hier einige schon weggeballert wurden. Sire. 7 Leute noch. Scheiße, das könnte wirklich knapp werden. Na gut, wir machen das Ganze jetzt etwas anders. Stellen jetzt hier schon mal unsere Leitern auf und versuchen dann einfach mit den Kolbenkämpfern hier oben alles einzureißen. Sofern das funktioniert. So, das schwere Gerät schiebt man jetzt auch mit hier ran. Das hat leider nicht so gut funktioniert, wie wir es uns erst erhofft hatten. Ich hätte mal zumindest gehofft, dass sie noch den zweiten hier klein kriegen, aber gut. Soll wohl einfach nicht so sein. So, das hätte man vielleicht ein bisschen eher machen können, bin ich ehrlich. Ja, und jetzt haben wir uns hier oben noch dieses Ding gekappt. Wunderbar, wunderbar. So soll es sein. So, hier drehen wir mal ganz schnell um. Lassen jetzt einfach mal diesen Wall an Soldaten sich hier ergießen. Oh, okay. Planänderung. Wir stürmen. Okay, die Kollegen brauchen wir allerdings noch für später. Sind jetzt doch ein bisschen zu wertvoll, um die hier zu verheizen. Hallo? Lasst euch mal bitte nicht hier alle abmetzeln. Das wäre ganz geil. Wobei doch, ihr müsst rein. Ihr müsst rein da. Nützt alles nix. So, ihr geht jetzt mal schön hier hoch.
Und dann war es auch schon mit unseren Truppen. Mies. Sind die Kollegen jetzt, ich würde sagen, baut halt einfach mal hier drinnen ein paar Tunnels. Was soll denn da schon schief gehen? Perfekt. Alles auf Sturm hier drinnen. So, die Kollegen verstecken wir jetzt. Die müssen dann nämlich hier unten durchbrechen. Wenn die sich einmal in die Burg ergießen können, dann haben wir hier doch eine recht vorteilhafte Position, würde ich einfach mal behaupten. Los, kommt schon. Verschwindet bitte in den Tunneln. Nein. Jawohl, ich glaube, einer ist durchgekommen. Aber weh, der reißt einfach nur diesen Pranger ein. Das wäre komplett bitter. Jawohl. Okay, die Ramme ist durch. Dann würde ich sagen, wir nutzen das Momentum und stürmen die Burg. So, bitte, meine Freunde, verhaltet euch einfach nur wie die Axt im Walde. Vertraue auf euch, ihr macht das. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich die Leute hier kontrolliere, dann kacken wir jedes Mal ab und kriegen kaum was weg. Aber wenn der Gegner sie natürlich benutzt, dann sind es auf einmal die kompletten Haudegen hier oben. Los, kommt schon. Ich glaube, die machen das hier relativ selbstständig. Das gefällt mir ganz gut. Hier haben sich mittlerweile 9 Leute hier auf den Turm ergossen. Wen haben wir hier oben noch? Es sind einfach nur ein paar Armbrustschützen. Ansonsten läuft das hier selbstständig. Also ich gebe zu, das waren wirklich erhebliche Verluste für den Sturm. Aber so wie es jetzt aussieht, sollten wir das hier ganz gut hinbekommen. Man hätte es alles wesentlich besser timen können und taktisch verpacken, aber ist doch scheißegal. Die Gewinner schreiben die Geschichtsbücher und ja, es hat zumindest für den heutigen Tag so funktioniert. Deswegen, ja, kann man sich, denke ich, auf die Schulter klopfen jetzt. Vielleicht nicht zu fest, aber passt. Gut, wir sollten nicht übermütig werden, weil hier sind immer noch ein paar Verteidiger oben. So, wir stoppen sie zumindest mal davon, dass die die ganze Zeit rumballern. Und jetzt rennen schon die ersten hier zu den Bogenschützen hoch. So lobe ich mir das. Und wenn wir ihnen dann noch den Gar ausgemacht haben, dann würde ich sagen, gehört diese kleine süße Burg des Schweines auch uns. Er hätte sie mal besser nicht aus Stroh bauen sollen. Das ist damals schon den Schweinen in der Geschichte mit dem Wolf zum Verhängnis geworden. Okay, 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 okay. Ich würde mal sagen, das hat trotzdem ganz gut funktioniert soweit. Also, ich hatte wirklich so ein bisschen die Marder im Keller gehabt, als ich diese Map gesehen habe. Weil ich weiß, damals habe ich bestimmt 20 Versuche gebraucht und bin komplett dran verzweifelt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich damals vielleicht 10 oder 12 Jahre alt gewesen war. Aber ich sag mal so, viel hat sich seitdem nicht verändert. Ja, man muss ja auch mal selbstkritisch sein. Allerdings, wie schon angesprochen, das Endergebnis zählt. Die Burg ist unser und in glorreicher Manier haben wir uns mal wieder weiter über dieses Land ausgebreitet. Mal gucken, was das Schwein dazu sagt. Ich habe gehört, um ihn ist es ziemlich still geworden. Sie zertrümmern mein Heim. Jawohl, das sind wir. Sie werden dafür bezahlen. Zuerst knöpfe ich sie auf. Okay, okay, okay. Schon wieder Gewaltfantasien hier im Spiel. Nachdem ihr euch von einem Ende des Landes ins andere durchgekämpft habt, steht ihr mit euren Männern am Rand. Ja, ich würde auch sagen, erstmal eine Runde chillen, erstmal schön ans Bankett und ordentlich einen Braten hier verzehren. So loben wir uns das doch. Zurückerobert. Doch die Kunde, dass der König zurückgekehrt ist, gibt euch neue Hoffnung. Oh wow, die Rückkehr des Königs. Es ist ein Wahnsinn. Was geht denn eigentlich hier ab? Also das Schwein wird wirklich ein richtiges Problem. Wir erobern eine Grafschaft und 2 fallen an das Schwein. Was soll das? Der Wolf ist relativ genügsam hier unten im Süden, aber... Puh. Ja, mal schauen, wo das noch hingehen soll. Auf jeden Fall kann man sagen, die Welt, die mittelalterliche Welt Deutschlands ist zu klein für uns drei. Deswegen, in den nächsten Missionen wird sich dann entscheiden,
Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste wart am heutigen Tage und wir diese Mission dann doch relativ, ja, smooth, wie die heutige Jugend zu sagen pflegt, über die Bühne gebracht haben. Wenn euch das hier unterhalten und gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abonnement da. Und wir sehen uns auf jeden Fall zu weiteren ruhmreichen Abenteuern dieser Tage. Keine Frage.